Morgen, liebe Leute. Heute werden wir mal ein Hollandrad wieder zu reparieren haben. Und ich zeige mal wieder, wie man das Hinterrad ausbaut. Ohne Probleme, hoffe ich. Und Speichen ersetzen, weil im Hinterrad Speichen gebrochen sind. Und hinterher der Einbau wieder. Das werde ich euch jetzt zeigen in dem Video. Und hoffe, euch gefällt's. Yay. Und es geht los. Wo haben wir denn ein Traumstückchen? Hier, ein Badawusch. Badawusch, the Flying Dutchman. Jo, das ist das Objekt der Begierde. Und hier sind einige Speichen. Perdu. Ja, die sind alle schon. Sind alle schön locker hier, die Speichen. Und um das Hinterrad auszubauen, um die Speichen auszubauen, müssen wir das Hinterrad natürlich ebenfalls ausbauen. Wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Tommys Kanal. Sofern die Kamera durchhält, können wir das jetzt auch wunderbar zeigen. Aus der Position eventuell. Oder. Sie läuft, Kamera läuft, Action und los geht's. Also, zuerst mal löse ich hier auf der Seite den Bremsanker. Ich habe so ein Video ja schon öfter gemacht. Und allerdings frische ich die nun alle Jahre wieder auf. Einmal im Jahr darf man so ein Video ruhig bringen. 10er Ringschlüssel, damit löse ich jetzt den Bremsanker hier. Wiederholen sich ja eh alle Themen. Und gerade Holland hat, ist glaube, also, nee, do. Da fragen die Leute, wie funktioniert denn das? Mann, ist das nervig. Und ja, es ist nervig. Also hier erstmal der Ausbau. Bremsanker lösen, Bremsankerstelle. Könnt ihr ruhig komplett abbauen. Schön mal Seiten packen, wo ihr es nicht verlegen könnt. Tja, und dann geht es weiter. Dann haben wir hier das Schaltkettchen. Das lösen wir auch. Erstmal den Konter lösen, dann das Schaltkettchen lösen. Zack, gelöst. 15er Schlüssel, Achsmutter lösen. Wir schrauben den Konter runter. Seht da, die Videos sind nicht inszeniert oder so, sie finden live statt. Ich mache diese Arbeit nur einmal. Ich mache das nicht extra für ein Video, sondern ich mache die Arbeit, weil ich es machen muss. Jetzt gerade, ja. Achsmutter, dieser Schaltkettchen-Konter und diese Überwurfhülse, Schonerhülse nehmen wir ab, packen die auch beiseite. Dann können wir nämlich die Achsmutter ab. Ziehen, was wir beim Hollandrad ja müssen, nicht nur lösen, sondern wir müssen sie abziehen, richtig abbauen. Dann können wir nämlich den Gegenhalter, Schaltzug-Gegenhalter, von der Achse entfernen. Dann können wir den Gepäckträger von der Achse entfernen. Dann können wir den Schutzblech, die Schutzblechstrebe von der Achse entfernen. Und wenn sich einer fragt, warum ist das Hollandrad so teuer? Genau aus diesen Gründen, weil diese ganzen Teile da im Weg sind und sperren und stören. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Achsmutter lösen, entfernen, beiseite packen. Nur ein Schaltkettchen befindet sich hier nicht. Gepäckträger. Und Schutzblechstrebe. Zack. Sie läuft doch fantastisch. Jetzt lösen wir diesen Kettenspanner mit einem, vorzugsweise mit einem 10er Steckschlüssel.
Ich entferne es. Einfach der Einfachheit halber. Zack, entfernen. Runternehmen. Dann öffnen wir hier. Der Druckknopf ist schon offen, der geht gar nicht mehr zu. Ist so viel Spannung drauf, sieht man. Ne? Also schließt, würde gar nicht mehr schließen. Dann entfernen wir hier unten, ist ein kleiner Haken. Diesen Draht ziehen wir hier raus, denn der verschließt den Kettenkasten sozusagen. Da sieht man die Kette dann wunderbar. Ja. Packt euch das alle dahin. Jetzt ziehen wir diesen Kettenschutz, diese Pelerine, hier hinten über den Kettenkasten rüber, nach oben. Und hier trennen wir diesen, an dieser Stelle ist eigentlich eine Schraube, die fehlt hier schon. An dieser Stelle trennen wir den Kettenkasten. Auch, so dass er sozusagen zwei Teile ergibt er jetzt. Hier unten ist noch eine Schraube, die löse ich jetzt. Die hält den Kettenkasten an der richtigen Stelle. Wie gesagt, deswegen ist es so kompliziert mit Hollandrädern. Zack, jetzt können wir den öffnen. Und wir können Vorsicht mit der Pelerine, die reißt gerne, wenn sie alt ist. Pelerine nennt man hier diesen Bezug. Jetzt können wir die Kette vom Ritzel nehmen. Laufrad ganz nach vorne geschoben. Ist es ganz vorne? Nee, noch nicht. So, dann gehe ich erstmal gucken, was da los ist. Das ist ein bisschen die Frickel, ne? Also nicht wundern. Und dann entnimmt man das Laufrad nach hinten aus dem Rahmen. Und idealerweise geht das natürlich auch. Mal überlegen, was stört denn hier noch? Das stört nicht, das stört nicht, das stört nicht. So, bevor ich es jetzt hinten entnehme, lasse ich hier vorne noch die Luft ab. So, dann sperrt das auch nicht, dann ist das auch nicht im Weg. Also Luft haben wir ohne abgelassen. Jetzt kann man das eigentlich hier hinten entnehmen, das ganze Gekröse. Wenn die Kette hier noch runterfehlen, ey, das ist aber auch ein Gewusel, echt, ey. Spanner ab. Der Halter ab. Kette ab. Und endlich ist das Laufrad frei. So. So, das war der Ausbau von einem Hinterrad bei einem Hollandrad. Ja, das war ein bisschen komplizierter jetzt. Nicht jedes Hollandrad sieht gleich aus, sei mal abschließend gesagt. Die Kettenschutz Varianten sind vielfältig. Da muss man ein bisschen gucken, da muss man ein bisschen schauen. Aber ihr findet bestimmt auch in einem anderen Video von mir, wie ich irgendwelche anderen Hollandräder auseinandernehme mit anderen Kettenschutztypen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da zeige ich euch, ganz kleines Video wird das werden, wie man den Reifen runternimmt von dem Laufrad. Ne? Also im Grunde genommen splitte ich das Video natürlich auch hier in 1000 kleine Videos. Aber so findet es wenigstens den rechten Interessenten. Ist ja auch mal nicht verkehrt. Ne? Also in diesem Sinne,
Gehabt euch wohl. Der Einbau folgt auch wieder später im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.